Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2017 und es ist wieder ein richtig dickes Addon rausgekommen, inklusive neuer Map und zwar von der Firma Horsch. Das ist schon mal ganz nett. Wenn man das so liest, dann ist das schon mal wieder, ja, es kommt so ein bisschen dem Massive Ferguson-Ding klar. Ich lese es mal gerade kurz vor. Horsch steht für Landmaschinen aus Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die ihr mit dem Horsch Agrovation-Erweiterung für den Landwirtschaftssimulator 17 nachempfinden könnt. Ha, begibt euch ins tschechische Knetzmods, das ist das hier, ne, die Karte. Und erlebt eine einzigartige neue Spielumgebung, die dem Betrieb Agrovation von Horsch nachempfunden wurde. Bedient zahlreiche neue Maschinen aus dem Sortiment von Horsch, inklusive unverkäuflicher Einzelstücke und Prototypen, die ihr so noch nie zuvor auf dem Feld gesehen habt. Ja, das sind quasi so die Dinger, die man hier haben kann. Und wenn man das so sieht, das sind richtig fette Maschinen hier teilweise. Und man startet auch sehr cool. Also ich habe mir oben ein bisschen Geld gecheatet, weil ich dachte, ey, ich würde euch mal gerne was zeigen. Dementsprechend auch diese kleine Alienblase da hinten. Das ist die Cheatbox. Wer sie nicht kennt, zum Testen sehr, sehr gut. Wenn man vielleicht mal Geldsorgen hat, kann man das auch mal verwenden. Aber ich brauche das nicht so wirklich. Ihr seht erstmal zwei fette LKWs gibt's hier. Alles Mögliche dabei hier. Richtig tolle, viele Geräte vor allem. Das ist echt richtig krass. Wir werden uns das jetzt gleich mal so ein bisschen ansehen. Dafür nehmen wir einfach mal... Ja, so eine Raupe ist doch irgendwie cool, oder? Hey, guckt euch mal das hier an. Wie geil ist das denn? Also, ja, das hat schon was, finde ich. Das ist grober mit Güllefass in einem. Und das hier ist, ich würde mal sagen, Seen und direkt Saat und so ein Gedöns. Also, richtig cool. Und jetzt, warte mal. Ich hoffe, das geht jetzt noch, wie ich mir das vorgestellt habe. Hört mal. So ein bisschen weihnachtlich. Ja, egal. Ja, habe ich eben zufällig nur entdeckt. Ist auf jeden Fall ganz nett, kann man mal machen. So, gucken wir erstmal. Also die Karte ist auf jeden Fall riesig, machen wir uns nichts vor. Wir fahren mal gerade hier mit dem Pickup so ein bisschen durch die Gegend und gucken uns das an. Also es ist auf jeden Fall in Tschechien und wer sagt, ist ja gar nicht Tschechien, da steht was auf Tschechisch. Ich kann zumindest nicht lesen, also ist das Tschechisch. So, coole Autos auf jeden Fall. Sieht echt nett aus. Ich denke auch dadurch, dass sich manche Firmen hier so ein, wie die Firma Horsch jetzt, den Namen quasi für so eine Map geben, ist die Map schon oder steht für, ja, weiß nicht, für Qualität, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Weil ich würde ja niemals als Firma so meinen Namen dafür hergeben, sagen wir es mal so. Im großen Stil. Das sieht auf jeden Fall alles sehr cool aus hier. Hat auf jeden Fall was. Eher so wie so eine Industrieanlage als wie ein Bauernhof. Aber ich glaube, wenn ich mir hier das hier ansehe, dann ist das schon kein kleiner Bauernhof mehr, sondern das ist ja, Landwirtschaft vom Allerfeinsten. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, hier ein fettes Lager noch oder so. Wow, nicht schlecht. Das ist schön gemacht, finde ich. Hat was. Hat wirklich was. Sehr, sehr nett. Also wie gesagt, ihr müsst jetzt gar nicht irgendwelche... Guck mal, das ist eine Doppelbank. Jeder kennt die Doppelbank. Ja, warum auch nicht. So, das ist außerdem ein Grund, warum ich immer mit Motor manuell Start mache, weil dann kann ich mich, wenn ich mal kurz aus dem Wagen rausspringe und wieder reinhüpfe, muss ich nicht erst lange warten. So, wir fahren mal gerade zu unseren Feldern hin. Was ist das hier? Einfach nur eine Mulde. Oh, und Golden Nuggets sind da auch drin. Das ist ja mal cool. Mal gucken. Nicht, dass ich mich verguckt habe. Ja, es gibt Golden Nuggets. Da haben wir schon einen. Ja, ich denke mal, das sollte man auf dieser Karte, ja, allein mit solchen Maschinen ist natürlich so eine Mille als Startgebot gar nicht schlecht. Da kann man mal mitarbeiten. So, das ist ein recht überschaubares Feld, denke ich mal. Für die dahinter das Feld. Das Feld, also das ist Feld 3. Wir fahren mal jetzt zu Feld 4 hin. Und, ah, das ist nicht gerade klein, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, die Maschinen, die wir haben, die sollten damit... Ach, hier vorne geht es auch nochmal weiter. Uiuiui. Die sollten damit locker flockig fertig werden. Jetzt fahren wir mal zu Feld 7 hin. Das würde mich mal gerade interessieren. Also das ist... Oh, mein Gott, ist das ein Ömmelfeld hier. Verdammte Scheiße. Oh, jetzt machen wir einen kleinen Jump. So, weiter geht's. Also ich fahre jetzt mal einfach querbeet hier rein. Zieht euch mal dieses Feld rein. Das ist doch... Die Frage ist, kann man durch die Masten durchfahren? Das wäre mir interessant zu wissen. Weil bei dem anderen Feld konnte man da durchfahren. Ich bin jetzt gespannt. Ich fahre jetzt mal volle Lotte dagegen. Und ja, kann man. Dementsprechend kann auch die Erntemaschine durchfahren. Ist natürlich nicht sehr realistisch, aber es ist natürlich einfach, ja, einfach halt. Aber ist das Schöne. Wow. Boah, zieht euch das Feld an. Das ist, glaube ich, das größte Feld, was ich jemals im Landwirtschaftssimulator gesehen habe. Das ist ja noch größer als diese komische Amerika-Map. Das ist ja krank. Boah, ist das ein Riesenteil. Verdammte Kacke. Zieht euch das mal rein. Ich fahre mit 120 über den Acker und bin immer noch nicht da. Also es ist riesengroß und echt nicht schlecht, nicht schlecht. Boah. Muss man gerade mein Headset neu aufsetzen. So. Also das ist echt, boah, riesengroß. Echt wirklich nicht schlecht, nicht schlecht. So, fahren wir mal hier durch die Gegend.
was hier sonst noch so Schönes gibt. Ja, so ein richtig schönes verschlafenes Städtchen, sag ich mal. Ich will jetzt nicht sagen, wie man Tschechien sich unbedingt vorstellt, aber so eine ländliche Region von Tschechien, weiß nicht, könnte man damit verbinden, sag ich mal. So, jetzt wollen wir erstmal was anderes gerade machen, nämlich wir springen mal zu Feld 7, weil ich würde ja mal interessieren, wie teuer dieses Feld ist. Da, besuchen. So, hier ist das Feld 7. Das ist dieses Riesending, was wir haben. Er lädt schon beim... Boah! Okay, das Feld kostet 7 Millionen. ups, jetzt habe ich verklickt. Also das Laden von dem Ding dauert schon, weil das so groß ist. Guck mal, jetzt habe ich eine andere Mission. Mit einem fetten Düngestreuer. Alter Schwede. 151 Minuten. Also ich sag mal, 2 Stunden braucht er dafür, kriegt 60.000. Eieiei, das ist aber heftig. Das ist richtig heftig. Na egal. So, was auch heftig ist, sind natürlich die neuen Maschinen, die wir hier haben. So, gehen wir mal ankuppeln. Guckt euch das mal an, wie geil das ist denn mit dem. Gut, natürlich jetzt einen, so eine Raupe, die das dann hinterher zieht. Also das ist wirklich cool. Das ist auf jeden Fall definitiv Prototyp, würde ich mal meinen. Weil, ja, das ist schon witzig, ne? Also. Düngestreuer aufklappen. Aha, oh, oh. Okay. Das hat was. Guckt euch das mal an. Achso, dann fällt das da unten raus. Boah, ist das geil. Das ist nicht schlecht, das hat was. So, was haben wir hier noch Schönes an Spielzeugen? Das ist natürlich das Coole an so einem Dingen. Es sind sehr schmale Ketten, wenn man das so sieht. Da haben wir einen Überladewagen. Was ist das denn für ein Ömmel? Ach, warte mal. Jetzt da vorne haben wir Saatgut, das können wir gerade mal testen. Würde mich ja mal interessieren, wie weit das jetzt... Wir machen es anders. Wir gehen in die Garage und haben jetzt 1000 Cheatboxen, ja. Ich wollte die eben verkaufen, aber das ist so umständlich, so viel Cheatboxen zu verkaufen. Deshalb, naja, müssen wir das jetzt nicht einzeln durchexerzieren. Das sind die Holen-Geräte hier, die kennen wir auch schon. Die sind jetzt nicht in einem Mod dabei. Das ist das erste Ding von Horten. Mit einer Seemaschine kann man Felder bestellen, der direkt Saat. Also das Ding hat auf jeden Fall direkt Saat, direkt. Und hat 9 Meter Arbeitsbreite. Boah, 270 PS, das ist eigentlich nur in Ordnung, finde ich zumindest. Hier haben wir die 9. 3 Meter, 3 Meter. Ah, die 9 Mods. Boah, 646 PS, Wahnsinn. Hier ist zum Beispiel ein Düngewagen, also ein Spritzer. So. Interessant. 36 Meter breit. Hammer. Mit dem Grubber kann man Felder für die nächste Saat. Ja, ja. Der hat 6 Meter bei 300 PS. Das finde ich sehr viel, ehrlich gesagt. Was ist das? Mit einem Grubber kann man Felder für die nächste... Der hat 12... Guck mal, der braucht nur 60 PS mehr. Aber an dem konnte sogar noch was dranhängen. Wahnsinn. Ach so, der hängt hinter dem Güllewagen dran. Das hier mit einem Grubber kann man Felder für die nächste Saat vorbereiten. Was zum Geier ist das für ein Grubber? 500 PS! Boah. Das ist aber echt krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Mit einer Seemaschine kann man Felder bestellen. Die Seemaschine, Ach so, Okay, wie viel hat die? 12 Meter bei 320 PS. Das sind natürlich alles ganz schöne Monster. Guck mal, das ist hier wirklich 12 Meter. Die Seemaschine kann man Felder bestellen, okay. Achso, das ist für Mais und für so weiter. Die braucht nur 220 PS. Das ist schon was wenig. Das Ding hier, das ist jetzt 36 Meter breiter. Der Düngestreuer werden für die Ertragsersteigerung von Feldern benutzt. Okay, das ist das, was wir gerade hatten. Dann haben wir hier noch einen Gülletender. Okay. Dann haben wir hier einen Überladewagen, einen neuen. Auch nicht schlecht. Können wir mal machen. Was ist das denn mit dem Fass? Wir lassen sich Flüssigkeiten transportieren. Okay. Ach, hier dann solche Transportanhänger. Ein Dolly dient zum... Achso, ein Bindeglied. Und dann haben wir hier noch Überladewagen, die... Achso, oh, das ist ja nicht schlecht. Das gucken wir uns mal an. Die müssten ja hier auch irgendwo sein. Also das sind auf jeden Fall so Monster, die gehen richtig ab hier. So, müssen wir auch mal schauen. Vorne sind leere Hallen, okay. Achso. Wo sind denn jetzt die Dinger? Wir ziehen mal einfach hier einen raus. Boah. Die Maschine aufklappen, okay. Achso, die macht direkt Saat, okay. Achso, warte, muss ich mal gerade gucken, ob die Dollys dafür, ja, diese hängen da, glaube ich, hier an den Schneidwagen dran, ne? So,
zumindest glaube ich das. Garage. Na, da sind wir wieder bei den doofen Dingern hier. Ja, das war ein bisschen schlecht vor mir, aber wir können ja ganz schnell durchsuchen hier. Dolly-Dienst zwischen Auflieger und Traktor. Wo ist denn der Dolly? Ach, hier sind auch noch welche. Wie krass ist das denn? Guck mal hier, das sind die Dinger, die wir haben wollten. Kacke, wie viel das? Kann man das hier aufmachen? Das wäre natürlich super. Wir öffnen. Ja, bitte ganz auf. Dankeschön. Dann nehmen wir nämlich den hier. Das ist, glaube ich, ein bisschen fetteres Gerät hier. Boah. Ist ja ein geiles Lenkrad. So, hängen wir den mal dran. Also definitiv Multiplayer, weil das hier so fett ist, ganz ehrlich. Okay, damit können wir jetzt Flüssigkeiten transportieren und wir können das da irgendwie auch abladen. Aussteigen, Shuttle umbauen. L3. Zum Geier. Hä? Ach so. Kann man das da runter tun? Frage ist, wie kriegt man das jetzt runter? Das müsste auch runterfallen, genau. Ach so, ich glaube, ich weiß wie. Okay, warte mal, jetzt müssen wir gerade was testen. Stellen wir den hier einfach wieder hin. Und gehen auf den hier, genau. Ankuppeln, ja, bitte dran sein. Der ist natürlich cool. Ah, hier sind so eine geile Lenkung, das finde ich immer cool. Wenn vorne und hinten eine Achse zum Lenken, ne? Ich würde mal meinen, dass man jetzt hier drunter fährt mit dem Gerät. Also wenn das nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Es sei denn, man trifft nicht richtig, dann so wie ich das jetzt gerade mache, dann ist das natürlich sehr ungünstig. Frage ist, kann man den... nein, nicht so. Da raus, genau. Die doofe Kamerakollision habe ich nicht an. Das ist nicht schlimm. Gehe ich den jetzt wieder drauf? Das ist jetzt wirklich die Frage. Uiuiui. Oh. Sehr wackelige Angelegenheit. Bin höher. So, jetzt ist der wieder drauf. Okay, jetzt nehmen wir mal den anderen hier rein. Jetzt hat er den, glaube ich, da. Ne, hat er den. Jetzt hat er dran. Okay. Okay. Ja, langsam weiß man, wie es funktioniert. Also, man kann ihn auf jeden Fall damit so einem. Lader dann draufpacken. Das gleiche sollte dann auch bei dem anderen passieren eigentlich. Das ist ja witzig. In welcher Höhle waren wir denn hier eben drin? Da vorne. Ist ja cool. In der kleinsten Halle hier sind die fettesten Maschinen drin. Das ist natürlich auch sehr witzig. Aber da vorne haben wir jetzt noch so ein Mini-Umladewagen. Oder Überladewagen. Ich mag keine Kettenfahrzeuge im Spiel. Ich spiele zwar gerne War Thunder, aber weiß ich nicht, das den blöden Mod nicht an, wegen der Kamerakollision. Das ist echt nervig. Wenn man sich an den gewöhnt hat, ich habe gesagt, komm, starte mal schnell das Spiel, dann kriegst du nämlich noch mal einen neuen Mod oder so. Nein, nein, nein. So. Okay, das Ding hängt so ein bisschen schief, finde ich zumindest. Seetender. Okay, den muss ich erst da drauf packen. So, jetzt gehen wir noch mal in den anderen rein hier. So, sehr gut. Hoch die Tasse. Das ist interessant. Treffen wir das Ding? Ist das überhaupt da, dafür da? Dünn, dünn, dünn. Siehst du, es gibt schon Weihnachtsgrüße hier. Ah, guckt euch das hier an. Wie geil ist das denn jetzt? Okay, das geht jetzt natürlich nicht. Das ist mir klar. Jetzt haben wir es drauf. Haha, es geht also doch. Abkuppel. Ja, gut. Wieder rausgehen. Hier rüber hüpfen, dann da. Und dann kann man den auch ganz normal transportieren. Das ist ja mal cool.
Geil wäre, wenn er jetzt noch so eine Stell-Dich-Hin-Funktion hätte, ne? Kann er hier nicht seine Füße ausklappen? Ne, kann er leider nicht. Sieht das nicht danach aus. Das ist ein bisschen schade, aber nicht schlimm. Na gut, kann man mal machen. Geht da besser als es jetzt, kriege ich ihn aber nicht wieder so schön drauf wie eben, weil er jetzt ein bisschen schräg steht und die Gabel natürlich da nicht passt. Aber man kann es ja auch anders machen. Oder ist er da jetzt drin? Oh, das ist auch drin. Geht also. Ja, ja, okay. Und wieder drauf. Deswegen. Der findet sich. Was jetzt unbedingt Sinn macht, weiß ich nicht. Aber man kann es auf jeden Fall mal machen. Witzig. Wird dann immer, glaube ich, erst dann wieder umgehen und dann den dranhängen. Ankuppeln. Ja, genau. Jetzt ist der nämlich dran. Dementsprechend können wir jetzt wieder... Oh, stehen natürlich blöde beide. So, und dann ist er wieder dran. Cool. Coole Idee, finde ich zumindest. Aha. Ja, lustig, hat was. Jetzt kann ich Rohr ausfahren. Ah, okay, okay. Boah, ist das denn für ein Ümmel? Verdammte Kacke. Ah, der hat natürlich was. Das geht natürlich nicht schlecht, nicht schlecht. Genau. So, coole Idee, coole Idee. So, wunderbar. Dann, also es ist auf jeden Fall wieder massig Maschinen, riesige Maschinen dabei. Das ist echt nicht ohne. Also allein schon das Startdingen hier. Sehr, sehr krass. Und allein die große Karte, ne? Also ich könnte euch jetzt hier, was weiß ich, um alle Sachen rumfahren und so weiter, aber das ist ja auch nicht so ein Zweck der Sache. Cool ist natürlich hier sowas. Das finde ich witzig, auch vom Antriebsstrang. Ich weiß nicht, ob sowas Sinn macht, aber es sind natürlich Prototypen. Viele Prototypen schaffen es natürlich nicht in die Serienproduktion. Weil sie vielleicht, weiß ich nicht, nicht alltagstauglich sind oder ähnliches dabei. Aber, ja, das Ding hier finde ich besonders cool, weil das hat was, sagen wir es mal so. Mit dem Hänger dann noch da dran, dann ist das auf jeden Fall richtig cool. Und, ja, sollen wir mal versuchen. Genau. Wunderbar, wunderbar. Dann wollen wir mal gerade, stellen wir uns mal hier hin, genau. So, dann habe ich noch was. Ja, das ist auch ein Mod, wer ihn noch nicht gefunden hat, genau. Ja, dann würde ich mal sagen, wünsche ich allen schöne Weihnachten. Der Baum kostet 100 Euro, zum Glück habe ich für meinen nicht so viel bezahlt. Aber der ist auch nicht so groß, ne? Aber der ist auch ein bisschen schöner. Wobei der nicht so bunt ist. Ich stehe nicht auf bunte Lichterketten, aber das ist ja Geschmackssache, genau. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Die Vorstellung der Horsch-Pakete, oder das sind zwei Pakete. Einmal diese Map und einmal die Fahrzeuge selber. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das Ganze kann man mal machen. Ihr seht, also da gibt es noch viel, viel mehr Sachen. Ich bin jetzt gar nicht auf alle so drauf eingegangen, aber ich Ober hier, gehen wir mal durch. Hier, das sind alles drei neue Gruber allein dabei, ne? Wobei die echt stark variieren. Guck mal, der braucht 360 PS und der braucht 500 PS bei. Der ist sogar breiter, ne? Der kostet aber mehr. Also, ja, gut, muss man immer sehen. Es gibt 1000 neue Sachen dabei, gerade hier, weiß nicht, Überladewagen. Das ist echt witzig, also es hat wirklich was. Allen Quatsch dabei. Also richtig toll, was wiederum rausgekommen ist. Wieder neue Sachen, die man eigentlich gar nicht so schnell testen kann, weil ein bisschen braucht man ja auch immer, bis das dann so läuft. Aber naja, was wollen wir machen? Genau. Wunderbar. Also ich wünsche euch erstmal schöne Weihnachten. Habt fette Beute und in diesem Sinne sehen wir uns nach Weihnachten wieder, denke ich mal. Wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2017, ich bedanke mich für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.